Fünf Tage nach der Verabschiedung der Asylreform im EU-Parlament ist Innenministerin Nancy Faeser nach Bulgarien gereist. Zusammen mit ihrem bulgarischen Amtskollegen besuchte die SPD-Politikerin die Grenze zur Türkei im Süden des Landes. Hier liegt der Anfang der Balkanroute. Laut Faeser soll an diesem Ort ein Pilotprojekt entstehen, um zu testen, wie die neuen EU-Asylregeln umgesetzt werden. Seit 2017 trennt ein doppelter Stacheldrahtzaun auf fast 260 Kilometer in Bulgarien von der Türkei. Die Gegend wird mit Wärmebildkameras überwacht. Und morgen reist die Ministerin dann weiter nach Rumänien, wo die Regierung sich ja zuletzt damit rühmte, die irreguläre Migration über die Grenze zu Serbien stark eingedämmt zu haben. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.